Wir haben schon lange nicht mehr zusammen in der Küche gestanden und etwas gekocht oder gebacken und deswegen wird es heute Zeit. Heute habe ich für euch ein Grillbaguette mitgebracht, passend zur Grillsaison. Ihr könnt das Grillbaguette abwandeln, wie ihr das auch immer möchtet. Der Grundteig bleibt einfach so, wie er ist. Und ich kann euch unten nochmal reinschreiben, wie immer, das Rezept gibt es in der Infobox, welche Varianten ihr von diesem Baguette machen könnt. Ich mache das Ganze heute mit Oliven, die mit Frischkäse gefüllt sind. Ihr könnt Käse nehmen, ihr könnt aber auch eine Kräuterbutter nehmen oder aber auch angeschmorte Zwiebeln. Das bleibt euch überlassen. Ich mache es heute, wie gesagt, mit Oliven und bin gespannt, was ihr zu dem Rezept sagt. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, hi, ich bin Nicole, ich lebe Low Carb und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Low Carb, aber auch gesunde Ernährung und vor allen Dingen, wie auch du es schaffen kannst, deine Ernährung auf Low Carb umzustellen und somit ein viel gesünderes Leben führst. Für das Baguette braucht ihr eine Rührschüssel und einen Mixer. Als allererstes schlagen wir zwei Eier auf, dann kommt der Quark dazu. Ja, und jetzt verrühren wir das Ganze nur noch im Mixer. Ich bin immer dafür, dass die Rezepte schnell gehen, dass sie einfach sind und dass sie gerade auch beim Grillen nicht so lange brauchen, weil wir wollen ja irgendwie uns mit Gästen beschäftigen, wir wollen grillen und nicht irgendwie ewig auf unser Baguette warten. Und deswegen kann man das auch super vorbacken und dann noch am Grill nachrösten, dann schmeckt das perfekt. So, den Quark mit den Eiern haben wir schon verrührt. Jetzt kommen alle restlichen Produkte hinzu. Und zwar einmal Leinsamen mit Backpulver, Flohsamenschalen, gemahlene Mandeln und zum Schluss noch ein Schuss Öl. Und das mixe ich jetzt auch nochmal durch. Ja, der Teig ist fertig. Das hat jetzt gerade mal 5 Minuten gedauert. Jetzt hebe ich nur noch die Oliven etwas unter. Hier mit dem Spaten. Das könnt ihr aber auch mit den Händen machen. Oh. Abgebrochen. Scheiße. Oh Mist. Gut. Also das war keine gute Idee. Dann machen wir mit den Händen weiter. Wenn ihr alles gut miteinander verbunden habt, dann rollen wir jetzt das Baguette auf das Blech aus. Ja, das war mein Grillbaguette. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch nicht meine neuesten Videos. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinschreiben, mit was ihr euer Baguette gemacht habt. Wie gesagt, ich habe es heute mit Oliven gemacht und es riecht sowas von lecker. Das Rezept findet ihr in der Infobox, das habe ich auch schon gesagt. Und ich probiere jetzt mal mein Baguette, ob es schmeckt. Aber ich bin mir sicher, es ist richtig lecker geworden, weil es riecht auch schon so unglaublich gut. Und dann mit den Oliven. Oh ja, es ist mega lecker. Ich würde dazu noch eine Kräuterbutter machen. Was ihr auch machen könnt, das habe ich auch vorhin schon gesagt, ihr könnt das Brot auf dem Grill fertig backen. Dann schmeckt das auch nochmal richtig gut. Dann hat es auch noch ein paar Röstaromen mehr. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut!